Eigentlich kennen wir Kai Pflaume ja elegant im Anzug oder auch mal im Sportlook. Zuletzt zeigte sich der Moderator allerdings völlig verändert. Gemeinsam mit den Elevator Boys drehte er für Social Media und wurde dafür von den Jungs eingekleidet. Wie es überhaupt dazu kam, verriet er uns beim VIP-Opening Nespresso Parisian Sparkle Pop-Up Café, bei dem er durch den Abend führte. Ja, ich habe ja einen YouTube-Kanal, auf dem ich ein Format habe, das heißt Ein Tag mit. Und da treffe ich mich mit verschiedenen Creatoren, Online-Stars und spreche da mit ihnen darüber, was ihr Leben ausmacht, was ihren Erfolg ausmacht, wie sie zu dem gekommen sind, was sie machen. Und zeige natürlich auch so ein bisschen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und so habe ich mich eben auch mit den Elevator Boys getroffen. Im Netz nahm die Aktion ordentlich Fahrt auf. Hätte Kai Pflaume denn mit den vielen Reaktionen gerechnet? Nein, also das weiß man natürlich nie. Ne? Auch wenn er die Looks für das Video sehr cool fand, privat wären die Styles gar nicht seins, wie er ebenfalls gegenüber Promipool erklärte. Nein, also ich glaube, das sind jetzt Looks, die waren dafür ausgesucht und ich bin für jeden Spaß zu haben. Also insofern, das war alles gut so, wie es war. Eine weitere Runde mit den Elevator Boys schließt der Moderator nicht aus. Man hat ja auch gesehen, dass TikTok ist durchaus sehr, sehr erfolgreich. Also vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Mal gucken. Vielleicht dürfen wir uns ja tatsächlich bald über eine weitere Aktion der Elevator Boys mit Kai Pflaume freuen.